Ja, guten Tag. Nach boah, bestimmt jetzt fast 2 Monaten oder so, glaube ich, das erste Video. In der Zwischenzeit ist viel passiert, das aber eher so mit Selbstfindung zu tun hatte nochmal. Da habe ich im Facebook viel drüber geschrieben. Aber jetzt ist halt wieder was passiert, was wahrscheinlich sehr viele von euch interessieren dürfte. Deswegen mache ich jetzt auf jeden Fall nochmal ein Video drüber und erzähle mal, was passiert ist. Ich fahre ja hier auf Mallorca schon seit 10 Monaten jetzt mit den terranischen Nummernschildern rum. Und bin da bis jetzt durch jede einzelne Polizeikontrolle gekommen, problemlos. Ich habe denen meine Papiere gezeigt, habe meinen Führerschein, habe denen erklärt, wie das mit Terrania funktioniert. Und die haben mir bis jetzt immer alles einfach zurückgegeben und haben mich weiterfahren lassen. Freitag hat sich das ein wenig geändert, weil auf einmal Freitag ein Polizist nichts Besseres zu tun hatte, als der Sache dann genauer nachzugehen. Und vor allen Dingen lag es aber daran, dass ich Papiere nicht bei mir hatte, die ich hätte haben müssen und die aber schon in Terrania jetzt neu bestellt sind. Über kurz oder lang lief es dann darauf hinaus, dass wir auf die Polizeiwache hier in Cap de Pera gefahren sind und der Wagen da dann erstmal stillgelegt wurde. Und ich quasi eine Anzeige bekommen hatte wegen irgendwas, die 10 Euro kostete. Das heißt, hier in Spanien ist das ja so, dass man, wenn man innerhalb von 20 Tagen zahlt, nur die Hälfte zahlen braucht. Habe ich ihm 5 Euro auf den Tisch gelegt, dann war das schon mal direkt weg. Eine andere Sache war dann noch wegen Fahren ohne Versicherung. Das wäre eine Strafe von 1500 Euro gewesen. Da das aber bisher noch fraglich ist, weil ich das bis jetzt einfach noch nicht belegen konnte, wenn ich das belegen kann, dann fällt auch diese Strafe weg, dass ich eben wohlversichert bin. Arbeiten gerade dran. Und dann sind wir erstmal, Tito, du und ich, erstmal einkaufen gegangen und haben uns erstmal was zu essen gemacht und waren ja dann erstmal obdachlos. Und dann habe ich halt als allererstes den Matthias von Terrania kontaktiert und habe um Hilfe gebeten. Und der Matthias hat auch sofort angefangen zu helfen. Und dann hatten wir die Idee, dass, wenn es nur darum geht, den Wagen stillzulegen, wir den hier bei unserem Kumpel auf der Finca, wo massig Platz ist, um den Wagen hinzustellen, ihn stillzulegen. Man hätte eine Kralle dran machen können, den Schlüssel abgeben, was auch immer. Ich wäre halt auch einfach von mir aus dann jetzt nicht damit gefahren. Das wäre auch bescheuert gewesen. Mein Wagen ist ziemlich auffällig. Der wäre bis am nächsten Kreisverkehr gekommen und dann hätten sie mich wieder gehabt. Also das wäre Blödsinn gewesen. Wir sind hier auf einer Insel, wo soll ich hier abhauen? Und dann wäre uns aber nicht gleichzeitig unser Obdach genommen worden. Und wir sind dann später nochmal freitags abends auf die Wache. Das war halt aber zufällig dann da, wo er gerade dann Feierabend machen wollte und nicht mehr sonderlich kompromissbereit war. Und dann halt angeblich nochmal irgendwo nachgefragt hat, sich von jemandem aus dem Off, den wir nicht gesehen haben, eine Bestätigung geholt hat, dass das nicht geht, dass ich zwar Sachen aus dem Auto rausholen kann, aber der Wagen da stehen bleiben muss. Und ich habe gesagt, wenn du das machst, ne, er sprach die ganze Zeit, du hast das Recht gebraucht, du hast ein Gesetz gebrochen. Ne, und wenn du halt deine Freiheit dazu nutzt, versucht er mich zu verarschen, und in deinem Auto leben willst, dann kann man das Auto wegnehmen und das zu Hause auch. So, und wir haben ein bisschen recherchiert und das ist wohl nicht so. Laut Europarecht ist das wohl offensichtlich, vor allen Dingen bei Zigeunern, wie wir es sind, nicht erlaubt, denen einfach ihr Auto, Obdach wegzunehmen, wenn die dann obdachlos sind. So, und da wir hier nicht nur auf Mallorca, sondern auch in Spanien, aber vor allen Dingen inzwischen in Europa sind, wo der Mann sich dann offensichtlich auch erstmal dran gewöhnen muss, habe ich ihm gesagt, wenn du weiter darauf bestehst, dass ich das Auto nicht, dass du mir mein Obdach wegnimmst, dann werde ich dich dafür anzeigen. Dabei ist es dann geblieben. Wir durften ein paar Sachen da rausholen, sind abgeholt worden, hatten hier erstmal einen Schlafplatz unter freiem Himmel, aber saugeil. Wollen wir ja gerade so.
Und dann meinte er vor, Montagmorgen geht sowieso nichts. Ja, das hatte ich im Kopf. Und dann sind wir Montagmittag da runtergefahren und waren dann wieder da. Und noch bevor der Mann überhaupt irgendwas, der war dann halt auch da, aber da mussten wir erstmal eine halbe Stunde auf den warten. Und er scheint sich wohl auch übers Wochenende ein bisschen schlau gemacht zu haben und begriffen zu haben, dass das, was er da machte, nicht wirklich ganz rechtens war. Und noch bevor er, dann kommt er quasi zu uns rein und trennt uns beide, lässt sie da sitzen und nimmt mich mit runter. Und das war's dann. Danach haben wir uns 26 Stunden nicht gesehen. Wo mir nichts weiter gesagt wurde, so, und als ich dann halt runterging und sagte, so, ich würde gerne, ja, so, Moment mal, du hast hier gerade nichts zu sagen. Und fängt an, einen Haftbefehl auszufüllen. Worauf ich als letzte Aktion noch, die ich machen konnte, als ich es sah, ich sah auf dem Bild, auf dem Blatt ein Wort, Denuncia oder sowas, und ich so, mach mal Leo auf. Ja, Haft und alle möglichen anderen Worte in dieser Richtung. Ist alles klar begriffen. Und dem Matthias noch schnell geschrieben, werde verhaftet, gerade in diesem Moment. Und dann musste ich das Handy auch schon abgeben. Habe es noch einmal zurückbekommen, damit ich deine Nummer da rausholen konnte. Ja, und dann hat er mir gesagt, ist nur für ein paar Stunden. Und ich so, was ist nur für ein paar Stunden? Ja, und dann schiebt er mir das Ding dahin. Ein Haftbefehl, auf dem der Haftgrund ist, angebliche Dokumentenfälschung. Auf Deutsch so geschrieben, damit ich es verstehe. Und dann musste ich noch einen Zettel unterschreiben, auf dem meine Rechte standen. Ja, und dann wurde aus den paar Stunden irgendwie 26 Stunden. 7 Stunden nach der Chose hat man mich dann von Cap de Pera nach Achtar gefahren und der Guardia Civil übergeben. Und die haben erstmal gar nichts gemacht, mich bis auf mich in eine völlig stinkende Zelle zu stecken und mich da bis morgens erstmal schmoren zu lassen. Und dann hatte ich eine Pflichtverteidigerin und eine Dolmetscherin und die haben dann habe ich stundenlang, musste ich dann auf einmal in Handschellen sitzen, eine halbe Stunde erstmal im Auto sitzen, warten auf diesen Hartschalen-Dingern, die haben keine Sitze mehr da hinten drin, so alles voll Plastik, wenn da einer was vollkotzt, damit man das schnell wegmachen kann. Dadurch habe ich jetzt 2 Tage wirklich echt Muskelschmerzen und wie einen Hexenschuss, aber halt in der Schulter gehabt. Ja, und dann bin ich einer Richterin vorgeführt worden, die mir dann halt eben auch sagte, warum ich da bin. Ich habe sie dann hinterher aufgeklärt, dass ich nicht deswegen da war. Aber vorher ist noch was passiert. Nämlich, sie verhörte mich über meine Dolmetscherin zu dieser Sache, zu dem Vorwurf der Dokumentenfälschung, der angeblichen Dokumentenfälschung, was total Quatsch ist. Es hätte mutmaßliche Dokumente oder angenommene oder sonst irgendwas, aber angeblich behauptet, entweder habe ich behauptet, ich hätte ein Dokument gefälscht, was ich nicht getan habe, oder er stellt seine eigene Aussage in Zweifel. Also dieses angeblich ist sowas wie ein Formfehler, den ich aber wahrscheinlich noch nicht mal geltend lassen muss, weil was völlig anderes passiert ist. Die letzte Frage der Richterin war, ob denn jemals meine Nummernschilder und mein Dings und mein Terrania von Autoritäten anerkannt worden sei. Und da gucke ich die einfach nur an und sage, jemals, einmal, ich sage einmal pro Woche in jeder Polizeikontrolle bis Freitag sich auf einmal wegen eines Kollegen alles geändert hat. Und da machte sie große Augen und erkannte, dass das wohl doch nicht so einfach sein würde. So, und dann habe ich ihr noch was gesagt. Ich sage, wissen Sie, warum ich heute hier bin? Das hat mit dem da nämlich gar nichts zu tun. Ich sage, ich bin gestern dahin, um den anzuzeigen, weil der ein europäisches Gesetz gebrochen hat und weil er das wusste, hat er sein Amt missbraucht und mich einfach verhaften lassen und entführen und meiner Freiheit berauben und
mich vergewaltigen lassen, sexueller Missbrauch. Ich finde es, weißt du, wenn ich in Kalawakis mich nackt hinsetze und den ganzen Tag nackt da bin, weil das nun mal Nudistenstrand ist, dann ist das meine Entscheidung. Aber wenn ich vor einem Arzt stehe und zwei Cops und der dabei mich dazu nötigen, meine Hose runterzuziehen, mich vorzubeugen und meine Arschbacken auseinanderzuziehen. Und vor allen Dingen, wenn ich das freiwillig nicht mache, sie mich dazu zwingen und nötigen und gewaltsam dazu bringen würden, dann ist das sexueller Missbrauch. Punkt. Ich fühle mich jetzt nicht wahnsinnig schlecht deswegen, aber es ist auch ein Gesetzbruch. So, und da ist mir halt eben vor allen Dingen klar geworden, dass es eine immense Schere gibt, einen immensen Unterschied zwischen legal schrägstrich illegal und richtig schrägstrich falsch. Weil bei dem, was ich gemacht habe, Auto gefahren mit terranischen Nummernschildern, hat niemand drunter leiden müssen. Da war nichts, was irgendjemand als grundlegend falsch und unethisch oder sonst irgendwas hätte auslegen können. Ich habe mittlerweile so eine Liste von Sachen, die dieser Polizist im Namen des Gesetzes gemacht hat, die sowas von falsch waren, weil jemand drunter leiden musste. Und nicht nur einer, sondern im Moment haben wir immer noch kein Obdach. Sei mal dahingestellt, wie sehr uns für uns das ein Problem ist. Aber wenn er darauf beharrt, mit mir machen zu können, was er will, weil er im Namen des Gesetzes handelt und dann aber an anderer Stelle völlig ignorant das Gesetz bricht. Naja, das habe ich dann der Richterin auch erzählt. Und als ich aus ihrem Büro dann schon raus war, meine Anwältin und die Dolmetscherin fragte, wo ich denn jetzt bitte dem nachgehen kann, wofür ich ursprünglich einen Tag vorher überhaupt zur Polizei gegangen bin, nämlich um den Typen anzuzeigen, rief die Richterin aus ihrem Büro, das können Sie an jeder Polizeidienststelle machen. Auf Spanisch sagte sie es, aber das wurde mir dann so übersetzt. Und irgendwie hatte ich in dem Moment den Eindruck, dass die Frau ein wesentlich größeres Problem mit korrupten Bullen auf Mallorca hat, als mit mir, der mit terranischen Nummernschildern rumgefahren ist. Ich habe irgendwie so ein bisschen den Eindruck, die Frau ist auf unserer Seite. So, jetzt ist anhängig ein Verfahren gegen mich am Laufen, in dem es quasi um den Vorwurf der Dokumentenfälschung geht. Wobei halt eben fraglich ist, ob die ganze Sache so noch weiterlaufen kann, weil ich gesagt habe, wenn das nämlich auf Amtsmissbrauch beruht, dann ist das mehr als ein Formfehler, dann ist das illegal. Und dann kann es auch sein, dass ich auf die Weise dieses Verfahren loswerde. Ist aber auch scheißegal, wie das ausgeht. Selbst wenn ich dafür nochmal für Monate in den Bau gehe, ist es mir das wert. Aber das wird nicht passieren. Aber für uns alle bedeutet das letztendlich Augen auf und jetzt wachsam sein. Wir werden auf jeden Fall weiter Bericht erstatten, was da passiert. Aber wenn wir mit der Sache durchkommen, habe ich eben direkt als erstes gehört, ey, dann mach ich das wohl sofort auch. Ja, für 50 Euro Beitritt zu Terrania, dann die Möglichkeiten zu haben, unter den Umständen Auto zu fahren. Und das ganze andere Paket, was Terrania noch zu bieten hat, für eigenständige Menschen, die in der Lage sind, ohne Regierung zu leben, die ihnen sagen, was sie mit blindem Gehorsam zu befolgen haben, zum Beispiel in Kriege ziehen. Ich habe Russland direkt hier neben mir sitzen. Der Russe ist nicht der Feind. Lasst euch doch so einen Scheiß nicht erzählen. Ja, oder? Haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Das ist Blödsinn. Diese ganze Russland-USA-Kriegsscheiße, Israel-Gaza. Ja, da leiden natürlich Menschen drunter. Da sterben Menschen drunter. Aber wenn ihr weiter diese Scheiße fresst, dann sterben da noch viel mehr Leute drunter. Dann ist das nur der Anfang. Kann ich mir auch einen Mund vorsichtig drüber reden. Lass ich aber gerade sein, weil es nicht zum Thema gehört. Ich wollte einfach mal sagen, dass hier gerade wieder was passiert, was interessant ist. Im Moment können wir halt eben diese Unterstützung gerade einfach auch sehr gut brauchen, die halt auch da ist, wo ich sehr, sehr dankbar für. Also A, möchte ich hier mal gerade wirklich allen danken, die hier gerade meine einfach mir gezeigt haben, dass ich nicht alleine dastehe. Dass ich hier Teil einer Gemeinschaft bin. Dass ich Teil einer Gemeinschaft bin, die in der Lage ist, Berge zu versetzen. Und teilweise durch ein einzelnes Individuum. Das aber, dem aber in dem Moment so der Rücken gestärkt wird,
dass wir Macht haben. Und ja, wir haben Macht. Wir haben die Macht über uns selber zurückgenommen. Wir haben den Politikern die Macht über uns wieder zurückgenommen. Weil wir nicht mehr tun, was die von uns wollen, sondern das tun, was wir für richtig halten. Und für mich war es für richtig empfunden, mit diesen terranischen Nummernschildern zu fahren. Und auf die Weise, wie ich das getan habe, ich hatte meine Gründe dafür. Und da ist mir das halt eben, das ist jetzt gerade eine 10-monatige Vorbereitungszeit, die das Ganze auch in Anspruch genommen hat, damit ich überhaupt sagen könnte, liebe Frau Richterin, ich fahre hier seit 10 Monaten durch jede Polizeikontrolle und ja, es ist von Autoritäten anerkannt worden, bis Freitag die ganze Zeit. So, da wird man mich jetzt nicht mehr, wenn man jetzt scheiße, man kann mir jetzt nicht erzählen, dass ich ein Spinner bin, weil dann sind die ganzen Polizisten auf Mallorca ja auch Spinner. Also unsere Argumentationsgrundlage ist ziemlich in Ordnung. Hab ich noch was vergessen? Alles gesagt? Irgendwelche Fragen? Wenn ihr welche habt, stellt sie. Hier ist eins von unseren Themen. Hier ist eins von den Themen, dass die Aufmerksamkeit, genau eure Aufmerksamkeit, genauso brauchen kann wie dieser bescheuerte Krieg da draußen, der für uns hier überhaupt gar keine Rolle spielt. Wir haben an anderen Sachen mit so einem Scheiß zu tun, aber das nimmt einen Bruchteil unseres Lebens ein. Ansonsten leben wir hier im Paradies, wirklich, mit auch ganz vielen anderen, die halt auch paradiesisch leben. Wir bekommen von den anderen kaum was mit. Am Freitag hat sich nochmal einer von diesen Außerirdischen aus der anderen Welt, diese Welten sind ja beide auf der Erde, ne? Das ist ja das Problem, dass die meisten Leute nicht sehen, dass die friedliche Welt genauso hier ist wie die Kriegswelt. Aber solange wir die ganze Zeit im Gegeneinander frönen, werden wir keine Chance haben, das Paradies, den Garten Eden zu erleben, weil der will erlebt werden, genauso wie das Gegeneinander auch. Die Frage ist, worauf legen wir unseren Fokus? Und wir haben halt in der letzten Zeit sehr viel Zeit damit verbracht, uns auf Ruhe zu konzentrieren, auf das Gefühl, wie es ist, 2 Monate nichts zu tun. Da mussten wir, das war wie eine Trainingseinheit, weil unser Verstand immer noch so, auch selbst bei mir, noch so darauf geprägt, nee, du musst was tun. Ey, wir haben hier gerade ein 2-monatiges, 3-monatiges Training im Nicht-Tun hinter uns. Und erst nach 3 Monaten kann ich sagen, wow, nach der Nummer mit der Polizei sehe ich auf einmal, wie ich einfach die ganze Zeit gelassen in der Zelle gesessen habe, mich nicht mehr aufgeregt habe, wie in Vorzeiten, wo ich das gleiche Situation hatte, mit der Situation selber völlig cool parat gekommen bin, dass mich das überhaupt nicht so affektiert hat, wie das eigentlich der Sinn ist. Du kannst mich nicht mehr brechen mit so einem Scheiß. Je mehr du dich anstrengst, desto mehr musst du drüber lachen. Ich war gut vorbereitet. So, und jetzt kommen solche Situationen und ich sehe das halt eben sehr viel. Also Chris und Ela hatten auf einmal auch das Problem am Sonntag, dass sie keine Wohnung mehr hatten. Montag hatten sie wieder einen und können jetzt sogar noch untervermieten. Boom, weil sie sich einfach nicht haben fertig machen lassen von ihrem eigenen Geist. Sondern das Vertrauen aufrechterhalten haben. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich habe die Nachricht bekommen, hey, ist wieder alles in Ordnung. Ja, so verdammt nochmal geht das. Wenn man laufen lässt und nicht tut, weil man denkt, ich muss jetzt was tun. Und dann erkennt man, dass die Dinge auch passieren und dass man selber noch wahnsinnig viel Teil hat. Wir sitzen auch nicht die ganze Zeit hier tatenlos rum, aber beim Nichttun passiert wahnsinnig viel Kreatives und Meditatives und es macht Spaß und man hat überhaupt nicht den Eindruck, dass man was tut. Wie der Beppo bei Momo, der sagt, du musst einen Besenstrich nach dem anderen. Und da auf einmal merkst du so, ich habe die ganze Straße fertig gekehrt. Wo ich irgendwann noch am Anfang verzweifelt und so, das kriege ich ja heute gar nicht fertig. Er hat sich nicht damit beschäftigt. Er hat genossen, was er getan hat. Und das machen wir hier auch. Und das üben wir hier im Kollektiv. Und ich glaube, dieses Jahr hat gerade so seinen Wendepunkt erst hinter sich. Hier kommt nochmal richtig gut was. Hier geht jetzt nochmal richtig gut was ab. So, und wir können was tun.
Und wir tun die ganze Zeit schon. Aber nicht auf die Straße gehen und mahnen und immer noch auf die anderen, sondern scheiß drauf. Dahin gehen, wo man gerade Bock drauf hat. Ein freier, anfangen, sich zu verhalten wie ein freier Mensch, das kann man machen. Anfangen, sich auf diesem Planeten zu bewegen wie im eigenen Garten, das kann man machen. Aufhören, sich von irgendwelchen Leuten sagen zu lassen, was man zu tun und zu lassen hat, das kann man machen. Da kann man hier und jetzt mit anfangen. Da muss man auf niemand anderen mit warten. Und es ist so einfach. Und da das jetzt immer mehr Leute tun, muss das auch überhaupt gar keiner mehr alleine machen. Sucht euch aus, wo ihr hingehen wollt. Und dann geht da hin. Und schiebt eure Bedenken beiseite. Das sind eure Fesseln, die euch davon erfolgreich bis hier abhalten, wenn ihr noch nicht losgegangen seid. Nutzt eure Möglichkeiten. Es ist die ganze Zeit immer irgendwas da. Ja, man hat uns die Pearl mit allem, was da drin ist, weggenommen. Da haben wir deswegen irgendwie am Tag einen Mangel erlebt. Keine einzigen. Es war die ganze Zeit so wahnsinnig viel da. Ich meine, ich freue mich klar wahnsinnig drauf, dass Greg gleich da mit dem Apfelsaft zurückkommt. Ich habe so einen Lieb an Apfelsaft gerade. Aber das ist ja kein Mangel. Es ist ja Wasser da. Wenn ich Durst habe, kann ich auch Wasser trinken. Darum geht's, das zu nutzen, was da ist. Die Möglichkeiten nutzen, die sich bieten. Und wenn man das tut, dann baut man automatisch neue auf. Und das machen wir hier. So. Genug geredet. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, meldet euch. Blabla, hast du schon drauf gedrückt? Nee, meldet euch, schreibt in den Kommentaren. Also ich habe mein Handy hier am Start und kann da auf jeden Fall mit antworten. Na, gucken, was daraus wird. Aber je mehr Leute jetzt ihre Aufmerksamkeit auch darauf lenken und diese Links rumposten, zu diesem Video zum Beispiel, oder das, was überhaupt jetzt mit Terrania zu tun hat. Jetzt haben wir eine Möglichkeit, Terrania ein bisschen zu pushen und gucken, was passiert. Lasst es uns einfach ein bisschen in den Fokus der Leute rutschen. Damit sie wenigstens für 3 Sekunden statt Krieg Terrania sehen. Das ist schon mal ein immenser Zugewinn. Da werden 30 Sekunden draus und irgendwann werden da 30 Stunden am Tag draus. Glaubt's mir. Tschüsschen und danke, danke, wirklich danke für die ganze Unterstützung, die ich hier bekomme. Ich habe eben mal wieder weinen müssen, weil ich überwältigt war. Danke. Ich bin einfach nur dankbar. Da mache ich das nächste Video zu.